Ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession aus dem Tempel des Lebens. Von einem verschlossenen Tor. Ich bin von Neuer Gameplays als Hobby und wir versuchen dieses Tor zu öffnen. Wir gucken mal, ob wir das ja auch noch öffnen können. Verdammt, das war so klar. Oh! Zu knapp. Okay. Wir müssen wohl auf jeder Seite immer die richtige Kombination machen, damit immer eine einzige Tür aufgeht. Ich dachte, pro Seite eine Tür. So, wir haben hier nochmal so ein drittes, ich weiß jetzt nicht, ein Auge, sage ich jetzt mal. So. Und hier haben wir keines mehr. Ach so, warte mal. Auf der Seite war da auf der Seite aber nochmal was. Genau, das nächste wäre also ein Strich. So einer, ja. Einen Strich gibt es ja wohl nicht, nehme ich mal an. Okay, schauen wir mal, ob es stimmt. Wenn nicht, müssen wir wohl wieder schnell hier rausrennen. Stimmt. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Was, das linke Datum kennt sie irgendwo her? Was haben wir denn hier so alles? Das kennen wir, das scheint das wohl zu sein. Können wir da drauf drücken? In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Ist das jetzt auch so ein Auge oder ist es so ein Punkt? Ist ein Punkt, oder? Würde ich jetzt zumindest sehen. Es hat hier nicht diese durchgehende Linie in der Mitte. Nee, ist glaube ich genau dasselbe. Woher soll ich wissen, was eine Null ist? Wir drehen einfach mal in diese Richtung. Aber so einen einzelnen Punkt haben wir anscheinend nur das hier. Dann ist das hier wohl eine 0. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Sieht aus wie so ein Smiley. So, das scheint es wohl gewesen zu sein. Jawohl! Das war's. Wir kommen weiter. Oh, man kann die hinter. Aber hier ist wohl nichts. Oh, hier mal was. Was haben wir hier?
Ein Dokument des Balams im Arkantuns beschreibt. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Arkantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Arkantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Okay, interessant. Haben wir noch was hier unten, bevor wir jetzt da hochgehen? Da haben wir noch was. Kriegen schon wieder gleich einen Fähigkeitspunkt. Göttin des Selbstmords. Oh, ein Darstellung von X-Tab. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Okay. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, X-Tab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Na toll. Ich glaube, das will man nicht wirklich sehen. Oder erleben. Cool, cool. Bitte was? Hatte gerade irgend so ein Geräusch gehört. Gut, dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Okay, ich kann wieder rennen. Sehr schön. Interessant. Muss man sich da auch mal ein bisschen genauer angucken, oder? Geht wir hier drunter und dann hier hin oder irgendwie sowas? Ich weiß auch nicht. Cool, cool. Oh. Das beschreibt etwas in der Nähe. 2 Wächter haben Fänge, 2 Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Okay. So, bestimmt der Adler damit gemeint, oder? Scheinbar aber auch nicht. Ja, es ist hier. Was? 2 Wächter haben Fänge, 2 Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Also Fänge und Füße. Mit Sicherheit der Jaguar. Wir haben ja eben gerade was über Jaguar gelesen. Das kann wahrscheinlich nur der hier dann sein. Huh. Ha! Das ist nützlich. Auf dem Steinboden kratze ich mal ein bisschen mit dem Messer rum. Okay, sehr schön. Dann können wir natürlich weiter. Oh, guck an. Interessant.
Ich kann da drauf überhaupt nichts erkennen. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Das klingt ja heftig. Da wären wir wieder bei der Selbstmordkönigin, die mit einem geflochtenen Seil um den Hals und mit einem verwesenen Körper hier unterwegs ist. Ja, Mülleimer. Nächste, was cool wäre, ein Lager. Oh. Was haben wir denn hier? Eine alte Skizze. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Ich will die Skizze sehen. Kann man leider nicht. Was baumelt denn da oben? Den kommt sogar ein Speer aus dem Mund, ey. Da hängt noch mal so einer. Das ist aber kein Selbstmord gewesen. Da ist sogar noch einer. Warum fallen die mir alle erst so spät auf? Okay, da soll ich wohl runterhüpfen. Na denn. Pfad der Toten. Piranhas. Piranhas sind gefährliche Raubfische, die angreifen, sobald die Lehrer entdecken. Oh. Unter Wasser gibt es viele Gefahren wie Piranhas und Muränen. Sie können ihnen entgehen, indem sie im Seegras Schutz suchen. Na toll, Piranhas. Und ich konnte nicht speichern vorher. Ich schwimme direkt immer weiter abwärts. Da geht's wohl rein. Immer will ich natürlich erstmal rumgucken. Okay, hier scheint es aber nichts zu geben. Gut, dann holen wir erst nochmal tief Luft. Und dann gehen wir wieder abwärts. Genau. Halluzinogene kann ich nicht zu mir nehmen. Oha, dann wollen wir mal. Das wird was. Ich kenne es ja schon von meiner Freundin. Das wird nicht so leicht, denke ich mal. Mal gucken. Das sind Piranhas, soweit ich weiß. Da vorne haben wir Luft. Haben wir hier was zu finden? Nee, wir müssen eigentlich... Doch, hier haben wir was zu finden. Einmal Luft holen. Also, rechts von mir gibt es eine Truhe, die ich mit Sicherheit nicht öffnen kann, weil das mit Sicherheit wieder eine Truhe ist, wo ich so einen scheiß Dietrich brauche. Das heißt, hier müssen wir irgendwann noch einmal hin. Links von uns haben wir ein Überlebensversteck. Mal schauen, ob wir das kriegen. Na toll. So, wir holen nochmal Luft. Können wir nicht? Doch. Was war denn da? Ein Mülleimer. Da nach links müssen wir... Oh, da sind die Piranhas. Glück gehabt. Muss es irgendwo... Jetzt so gesehen rechts von mir. Ja, ist ja gut.
Trinken wollen wir ja nicht unbedingt. Da nach rechts, oder was? Genau. Ich weiß nie, ob das noch zählt, solange man da wartet und rumguckt. Da haben wir es schon. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es hier auch Piranhas gibt. Da oben schwimmen welche. Oh, Müllhammer. Und da schwimmen welche. Ich hoffe, die sehen mich nicht, solange ich hier bin. Okay, das war nichts. Da kommen sie gerade. Und da schwimmen sie gerade. Und da schwimme ich gerade. Weg hier. Oh, wo sind wir denn hier? Scheiße, ich kann hier keine Luft holen, glaube ich. Da vorne kann ich Luft holen. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Okay, da scheint es aber an sich, wie gesagt, nur die Schatztruhe zu geben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weiter. Die kann ich mit Sicherheit eh nicht öffnen. Wie gesagt, da brauche ich einen bescheuerten Dietrich. So, wir versuchen mal ein bisschen schneller zu schwimmen. Na, willst du raus? Na, vorwärts, so. Pfad der Toten nach Kuwayaku zurückgehen. Ein Mühlhammer. So, wie ist denn immer noch hier? Okay. Hier gibt es immer noch nur die Truhe eigentlich. Dann brauchen wir uns da unten die Stadt ja gar nicht so wirklich anzugucken. 250 Erfahrungspunkte, waren wir es geschafft haben. Sehr schön. Weiter geradeaus. Achso. Ein Gras. Oh. Oh, da gibt's wieder Brüllaffen. Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Links von mir ist das Dokument. Oh, hier haben wir sogar noch... Das ist das wahrscheinlich. Irreführung, Expeditionsaufzeichnung. Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Es sind immer die anderen schuld, niemand selbst. Kann ja sein, dass er sich einfach nur verirrt hatte. Ich meine, Erzählungen sind eine vage Sache. Da kann man immer sehr viel hineininterpretieren, beziehungsweise wurde vielleicht etwas mehr hinzugedichtet damals nach jeder Erzählung, als es sinnvoll gewesen wäre, um da dem Weg noch zu folgen. Aber natürlich sind immer die anderen dran schuld. Sie hat es natürlich nur nach ihrem besten Wissen wahrscheinlich noch erzählt. So, wir können nicht speichern, das ist blöd. Hier gibt es kein Lager.
Basislager? Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Keine Satz, wenn Sie sich auf einem Ast befinden, halten Sie F, um einen Seilpfeil abzufeuern, einen Pfeil durch Hochziehen auszuschalten. Es kann nur eine Leiche pro Ast versteckt werden. Kommt schon, kommt schon. Ja, hallo, ich will da weiter. Okay, F halten. Dann machen wir das mal. Ich habe es noch andere geschafft. Okay. Ich kann noch. Oh Gott. Sie sind hier. Kommt schon, ihr Schweine. Okay. Dreht er sich nochmal hierher um? Kommt er nochmal her? Wo bist du? Können wir Munition sparen? Kommt schon, ihr Schweine. Ich komme schon. Wovor haben die so viel Angst? Ausgenommen habe ich den ja, also ausgebeutet habe ich den ja schon, oder? Ausnehmen will ich den jetzt nicht unbedingt. Oh. Dafür habe ich nicht genug Platz. Am Medikit, welches ich nicht einsammeln kann. Da können wir, glaube ich, nicht runter. Sieht ganz danach aus, dass wir da nicht runter können. Ein Auto. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Das ist natürlich doof. Okay. Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Komische Sache, was war das denn jetzt für ein Vieh? Keine Ahnung, wir sind wieder nicht allein. In jedem Teil hatten wir irgendetwas Unsterbliches. Keine Ahnung, was das hier jetzt ist. Während es ja im ersten Tomb Raider so unsterbliche Samurai-Krieger waren, waren es im zweiten Teil unsterbliche Ritter. Mal gucken, was es hier sind. Unsterbliche Mayas, vielleicht Inkas, keine Ahnung. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir lebend jemals weiterkommen oder rauskommen zumindest, weil wir kein Lager haben, wo wir speichern können. Und falls ich sterbe, dann bin ich echt gespannt, wo ich anfange. Wäre echt ärgerlich, wenn wir im Tempel des Lebens wieder anfangen werden. Das wäre echt ein weiter Weg, das wäre echt heftig. Naja gut, wir dürfen gespannt sein. Ich hoffe natürlich, dass ich es ohne Sterben schaffe. Und dann schauen wir mal, wo es lang geht, wo wir hoffentlich bald wieder speichern können. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Wenn es dann wieder heißt, Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Lyra Gamblers als Hobby in 2K und ultra Auflösung. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen und vergesst keinen Daumen nach oben, beziehungsweise falls ihr neu seid, ein Abo. Und wie gesagt, dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil oder vielleicht ein anderes Let's Play von mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.